Wann hast du das letzte Mal einen beseelten und bekloppten Menschen getroffen? Ich würde sagen, vorgestern. Ja? Warum? Ja. Ich bin ja gerade auf der schönen Insel Sylt und da gibt es einen Sylter Urgestein, Werner Mansen, und der hält hier Vorträge. Und wenn man den erlebt, dann stellt man fest, wie unkonventionell der unterwegs ist, wie sehr der diese Insel liebt. Und ja, in der Tat auch wirklich, wie beseelt der davon ist, hier sein zu dürfen und das tun zu dürfen, was er tut. Und bekloppt ist garantiert die Art, wie er es macht, beziehungsweise wie er seinen Lebensweg damit gegangen ist. Du bist doch auch so beseelt und bekloppt, ne? Ja. Genau. Also vor mir sitzt Silvia Ziolkowski und ich freue mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt hier in deiner Kur, die du machst, eine Reha oder was machst du? Eine Reha. Genau. Dass du dir die Zeit genommen hast, dich hier mit mir in so ein wunderschönes Hotel zu setzen und wir ein Interview führen dürfen. Ja, ich freue mich da auch wirklich drauf. Es ist eine sehr schöne Umgebung, in der wir gerade gelandet sind. Ne? Genau, so passt, könnten wir, ja doch, nee, ich kann, wenn ich mich so umdrehe, weg vom Mikrofon, sehe ich sogar das Meer. Ja. Traumhaft. Also hier in Westerland auf Sylt sind wir jetzt und ich bin das erste Mal auf Sylt. Mhm. Richtig schön. Sie sind im Gut reden kann jeder Podcast und ich bin Isabel Garcia. Also jetzt mit Silvia Ziolkowski. Wann hattest du eigentlich das letzte Mal einen negativen Gedanken? Boah, ich glaube, jeder hat immer mal wieder negative Gedanken. Also die gehen ja nicht aus, bedauerlicherweise. Ich sage eigentlich immer, für die positiven Gedanken, da müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Die sind ja wie Schmetterlinge. Oder auch, wenn du ein schönes Lob kriegst oder irgendwas, das ist immer wieder so ein Schmetterling, das kommt mal schnell vorbei und streichelt dich und dann ist er wieder weg. Und das, was dir vielleicht als negative Geschichten passieren, das ist dann ja eher so wie Pech, das poppt dann irgendwie an einem. Und ich glaube, heute, wie ich mit meiner Mama geredet habe und sie hat irgendeine alte Kamelle rausgezogen, habe ich auch gesagt, Mama, jetzt ist aber ehrlich gut. Und wie ich dann aufgelegt habe, dachte ich mir, oh, die kann überhaupt nicht loslassen von diesen Sachen. Also es war durchaus ein negativer Gedanke. Aber das ist ja auch so ein bisschen deine Passion, dass du sagst, zukunftsgerichtet, Visionen, die Zukunft sich selbst bauen, in die Selbstverantwortung gehen. Und da hilfst du sowohl, glaube ich, Privatpersonen auch, ja, ne? Ja. Aber eben auch Unternehmen. Ja. Und schaust eben so, wie können die eben, ja, so ein bisschen mehr ins Tun kommen. Das ist, du hast ja gesagt, es ist Arbeit. Ja, absolut. Es sagt Maike Vandenboom, die Glücksexpertin, ja auch. Sie sagt, Glück ist eine Entscheidungssache. Glück ist nicht so, oh, wie toll, ich wach die ganze Zeit auf und immer ist es toll. Ich glaube, das wird ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Ja, absolut. Ja, weil wir, also, es gibt ja so einen schönen Satz, das heißt, nur in der Nacht kann man die Sterne sehen. Und wenn jetzt immer alles schön und heiti-dai ist, dann weißt du eigentlich fast schon nicht mehr, wo sind eigentlich die Diamanten am Wegesrand? Wo blitzt besonders? Also ich bin überzeugt davon, dass du deine Welt zu einem lächelnden Ort machen kannst. Aber es ist immer noch eine Entscheidung und jeder darf auch was dafür tun, damit es gelingt. So von ganz allein gelingt es nicht. Also wenn ich im Eck hänge und einfach immer traurig schaue, dann wird es nichts mit meiner Welt in einen lächelnden Ort machen, weil es werden dann Menschen mich nicht mehr ansprechen, mich vielleicht nicht mehr nett finden etc. Jetzt komme ich mal mit einem ganz provokativen Satz oder so eine Aussage. Es wird dir häufig gesagt, jeder kann alles erreichen und jeder kann alles machen. Du musst es nur wollen und du musst nur... Und ich gebe zu, so langsam, aber sicher habe ich diese ganze Motivationssätze echt, ich bin sie wirklich leid, weil ich das Gefühl habe, dass noch mehr Druck auf die Leute ausgeübt wird. Und ich weiß, wie viel und wie wichtig positives Denken ist. Ich weiß, wie viel Motivation, Selbstmotivation bewirken kann. Und gleichzeitig, wenn jetzt jemand, und ich weiß, dass du es so nicht meintest, ja, aber wenn jemand gerade in der Ecke sitzt und sich diese Podcast-Folge anhört und denkt, na super, jetzt bin ich auch noch selber schuld oder was. Und dann, ja, klar, das hast du jetzt nicht gesagt, aber verstehst du, das kommt manchmal so von diesen ganzen Motivations. Kennst du das auch so? Dass es so viel immer so gesagt wird, du kannst alles erreichen, wenn du nur willst. Und ich hake da, und vielleicht kannst du mir da helfen, ich hake da, weil ich einerseits denke, es stimmt, und andererseits denke, wie schaffe ich das, dass ich bei jemandem weniger Druck ausübe? Verstehst du, was ich meine? Also ich bin ja ein totaler Freund der intrinsischen Motivation. Also das muss schon in dir drin sein, damit irgendwas rauskommt. Und ich glaube, dass
Menschen, dass jeder Mensch eigentlich eine Vision in sich trägt, also den Traum eines gelungenen Lebens. Und wenn ich den ein bisschen ausgrab, dann wird's leichter mit etwas erreichen können und vielleicht sogar viel mehr noch wollen. Also das zieht mich ja förmlich. Aber da muss ich erst mal hinkommen, gell? Und auch diese Entscheidung darf ich treffen. Will ich das überhaupt? Ich bin ein großer Freund von dem rechten Maß. Also ich glaube, die Schweden sagen Hygge dazu. Da bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Aber das rechte Maß. Und da schwenke ich vielleicht ein bisschen auf dich ein. Also dieser Druck passiert, wenn wir das rechte Maß verlassen. Weil was für A passt, passt für B überhaupt nicht. Und da ärgere ich mich dann auch, wenn Menschen daherkommen und sagen, du musst doch bloß mal das und das machen. Nein, muss er nicht. Erstmal muss er schon gleich gar nichts. Da kriege ich schon so einen Hals, weil das ist immer das eine. Und das andere ist, ey, nur weil es für dich stimmt, heißt das noch lange nicht, dass das für mich auch stimmen muss. Sondern mein Weg ist möglicherweise ein ganz anderer. Und der hängt davon ab, welche Werte ich habe, welche Talente ich habe und was mir wichtig ist im Leben. Und es ist eben auch mal in Ordnung, mal in der Ecke zu sitzen und zu sagen, ich weiß gerade nicht weiter, mir ist eben alles gerade zu viel. Und dann wäre aber so ein erster Weg, an so eine Vision zu denken und zu überlegen, was macht mir denn Freude, welcher Gedanke macht mir Freude, was für eine Vision hätte ich, auch wenn sie ganz groß ist und ganz unrealistisch, aber erstmal eine Vision, denn damit geht es im Endeffekt ja dann los. Ja, ich stelle immer wieder fest, gerade wenn wir eng sind, wir Menschen, das passiert ja, dann schaust von jetzt nach da und sagst, ich habe überhaupt keine Idee, überhaupt keine Lösung, nichts. Weil ich ganz eng bin. Und wenn ich dann sage, ja, und wie wäre es, wenn wir jetzt so nach 3 Jahren schauen? Guck doch mal heute in 3 Jahren und du triffst mich wieder. Wie ist es denn dann? Und dann plötzlich fangen die Synapsen da oben anscheinend wieder an, irgendwelche Gedankensprudler zu machen und dann kann ich an die Zukunft denken. Aber das ist ein anderer Weg. Das ist von dort zurückzudenken und nicht von hier nach vorn zu denken. Weil von hier nach vorn, da sehe ich die ganzen Stolpersteine. Da sehe ich die ganzen Hürden, die mich vielleicht noch enger machen. Ja, wenn ich weit wegspringe und dann zurückschaue, dann kann ich irgendwie die Sonne wieder sehen. Also man kann sich selbst die Sonne aufhängen, indem ich von weit weg wieder zurückschaue. Und ganz ehrlich, Isabel, ich habe auch einen Blues. Und den mag ich dann auch haben und dann will ich auch nicht angeredet werden. Das habe ich vorher gar nicht unbedingt gemeint, sondern mir begegnen oft Menschen, ich bin ja jetzt gerade auf Reha hier, und wir haben so Essenszeiten und da hockt man miteinander in diesem Essenssaal und die ein oder anderen sind freundlich und lächeln dich an und dann lächelst du zurück. Und ich bin ja sowieso so eine Lächlerin, ich grinse jeden an. Und da ist eine Frau, die vermeidet einfach den Blickkontakt mit mir. Also der scheint das gerade so unangenehm zu sein, so ein fröhlich Mensch daneben sich zu haben, dass sie irgendwie immer schaut, dass sie irgendwie ausweicht. Und ich habe jetzt beschlossen, ich lasse in ihrem, ich habe ein paar Mal versucht, sie anzusprechen und vielleicht mit einzubeziehen, aber es gelingt nicht, sie will da drin bleiben. Ist okay. Ja, ist okay. Ja, aber ja. Ist eine Entscheidung. Ja. Das und ich denke, da sind wir ja auch bei der Selbstverantwortung. Es ist eben eine Entscheidung. Ich darf mich dafür entscheiden, es geht mir gerade schlecht. Ja. Ich darf mich dafür entscheiden, ich möchte so schnell nicht wieder rauskommen. Und ich darf mich eben auch entscheiden, ich mag so einen fröhlichen Menschen wie dich nicht um mich haben. Kann man machen. Verstehe ich allerdings nicht. Ich habe dich wahnsinnig gern hier um mich. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Hast du jetzt das Gefühl, in dieser Pandemiezeit sind noch mehr Leute in so einem Umbruch? Also die Gesellschaft, so empfinde ich es, auch wenn ich es jetzt ganz pauschal sage, empfinde ich schon, verändert sich. Ich finde schon oder empfinde es so, dass die Kommunikation herausfordernd geworden ist. Also wie wir miteinander reden. Und da möchte ich gar nicht sagen, wer mit wem, sondern ich finde tatsächlich die Kommunikation teilweise sehr angespannt, sehr angriffslustig. Und ich finde, ja, wir können auch darüber jammern. Habe ich auch eine Zeit lang getan, weil ich das so schrecklich fand. Und dann können wir das aber auch als Chance sehen und können gucken, Mensch, es ist jetzt so eine Krise, ist eine Chance, etwas Neues zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, so wie ich mich praktisch nach dem Tod meines Vaters beruflich noch mal wieder mehr neu erfunden habe, kann eben so eine Corona-Pandemie-Krise eben genau dasselbe bewirken. Kommen also jetzt noch mehr Menschen auf dich zu und haben den Wunsch, ich möchte was ganz anderes machen? Oder wie sieht es bei dir aus?
Ja, in der Tat ist es so, dass viele ja ins Grübeln kommen und ins Denken kommen, will ich das noch, was ich gerade schon die ganze Zeit getan habe und mache. Und dann oftmals zu der Erkenntnis kommen, na, so ganz passt es eigentlich nicht. Und ich glaube, dieses zurückgeworfen werden auf uns selber durch die Pandemie, die hat schon vielen gezeigt, ob sie noch richtig auf dem Weg sind und ob sie das jetzt wirklich noch wollen, weil die Endlichkeit wird dadurch schon ein Stück weit deutlicher, oder? Also das so ist es mir zumindest erschienen. Und wenn mir das so bewusst wird, dann habe ich Lust, ein bisschen besser hinzuschauen, was ich machen will. Aber ganz viele eben auch mit dieser, bisschen mit dieser Verzweiflung, ich weiß zwar, was ich nicht mehr will, aber eigentlich, keine Ahnung, was kann ich denn noch machen, damit ich quasi nicht auf der Straße schlafen muss und trotzdem toll verdiene und so. Also da darf man schon nochmal genau hinschauen. Ne? Und das tue ich dann mit den Menschen. Ich baue dann Zukunftshäuser. Und sind es jetzt mehr, als es vorher waren? Oder merkst du jetzt nicht den großen Unterschied? So einen wahnsinnig großen Unterschied habe ich nicht gemerkt. Warum? Weil die Menschen gerade in der ersten Zeit wahnsinnig viel Zeit für sich gebraucht haben, um sich überhaupt zu sortieren. Und ich sage mal, seit einem halben Jahr ungefähr merke ich, dass es wirklich mehr werden. Wahrscheinlich ist die Sortiererei jetzt gerade langsam zu Ende und vielleicht der alte Alltag kommt langsam wieder und ich stelle fest, boah echt, eigentlich will ich da nicht mehr sein. Eigentlich will ich das nicht mehr. Und wir brauchen immer so ein Stück Dringlichkeit, gell? Bis wir verstehen, dass wir was ändern dürfen und können und die Erlaubnis uns geben. Absolut, ja, ja. Weil vorher ist es ja wie so ein spannender Kram hier. Komm, mach doch einfach weiter, wie es bisher war. Ne? Mhm. Läuft doch gerade. Kannst doch deine Familie ernähren damit. Ja. Aber wenn in Anführungsstrichen ein Notfall kommt, klar, dann kann ich natürlich, habe ich eine schöne Erklärung, warum es auf einmal gut wäre, sich doch zu verändern und ins Risiko zu gehen. Ja. Absolut. Ja. Und du machst das ja, wenn du mit den Leuten, du hast es eben schon angesprochen, du machst das mit so einem Zukunftshaus. Jawohl. Erklär mal. Also wie könnte ich das jetzt, wenn ich jetzt überlegen würde, okay, mein Job ist nicht mehr systemrelevant. Ja. So. Wenn ich jetzt noch als Sängerin hauptberuflich arbeiten würde, hätte ich wahrscheinlich genau diese Herausforderung. Singen war ja eine Zeit lang mit das Gefährlichste, was man tun konnte. Und wenn ich jetzt überlege, okay, und ich habe tatsächlich so eine Phase gehabt, wo ich überlegt habe, kann ich noch als Trainerin arbeiten? Ja, nein. Mhm. Geht das? Oder suche ich mir irgendwo einen Angestelltenjob? Tatsächlich war ich unsicher, aber dann hat sich ja alles wieder eingerenkt einigermaßen. Wie würde ich dann anfangen? Also ich komme zu dir und du sagst, das Haus sieht folgendermaßen aus und wie fange ich an? Mhm. Also ich gehe mal noch einen Schritt zurück. Weil was mir aufgefallen ist, als ich selber sehr über dieses Thema Visionen nachgedacht habe und Zukunftsgestaltung nachgedacht habe, habe ich wahnsinnig viel Bücher gelesen und Seminare besucht und was weiß ich nicht alles. Und mir sind immer wieder die fünf gleichen Bausteine aufgefallen, wieso Menschen gut in der Zukunft unterwegs sind, in ihrem Sinne erfolgreich sind. Es muss jetzt nicht immer unendlich viel Geld heißen. Es kann genauso gut heißen, ich bin einfach dort angekommen, wo ich mich einfach glücklich fühle. Und diese fünf Bausteine sind meine eigenen Talente. Lebe ich die eigentlich? Werfe ich die in den Ring? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Woran habe ich eigentlich wirklich Freude? Was gibt mir Energie? Das sind schon mal diese drei Säulen, wie ich sie nenne, von dem Zukunftshaus. Das steht aber alles nur richtig gut, wenn ich ein gescheites Fundament habe. Und das ist meine Haltung und Überzeugung. Mit welcher Haltung und Überzeugung schaue ich eigentlich in die Zukunft? Denke ich, ich kann das eh nicht. Oder kriege ich Sinn zu sagen, ich vertraue meiner Kompetenz. Etc. Und dann, wenn ich das habe, kann ich ins sogenannte Dach springen und mal über meine Zukunft im Sinne einer Vision nachdenken. Also was, wäre echt crazy. Also mal den Vernunftshirn mal ausschalten und die Spinnerqualitäten anschalten, ne? Und dann mal so richtig drüber nachdenken, wenn ich jetzt richtig spinnen und träumen dürfte, was wäre es dann? Und das alles zusammen kann man sich dann anschauen als ein Bild und gucken, aha, wo sind denn die Talente, die eigentlich dazu ganz gut passen? Wie schaut denn das mit meinen Werten aus? Kriege ich die da oben hingelebt? Und habe ich dann genügend Energie, was ich mir da aufgeschrieben habe? Und dann wird einfach so ein Bild raus. Also ich habe dann wirklich ein Haus gebaut für mich, indem ich dann, ja, mit dem ich dann weiterarbeiten kann.
Und mir persönlich dient mein Haus, ich baue mir auch immer mal wieder eins. Also das heißt, ich überprüfe es, weil so viel ändert sich ja da nicht, wenn du irgendwann mal kapiert hast, wie das geht. Dann macht es durchaus Sinn, dass man es überprüft. Aber für mich ist das eine unglaubliche Hilfe, wenn ich Entscheidungen treffen muss. Dann schaue ich da auf mein Haus und sage, passt es nicht, gerade wenn ich unsicher bin. Mittlerweile habe ich sehr viel verinnerlicht, also ich muss da nicht dauernd drauf schauen. Aber gerade wenn ich unsicher bin, dann schaue ich da drauf und na, oder stimmt, sollte ich dringend machen. Sehr cool, also mir macht das ja total viel Spaß, so rumzuspinnen. Und bei mir ist es aber auch so, dass meine Vision sich auch immer mal wieder ändert. Also die Grundhaltung natürlich nicht, aber ich bin so ein, ich habe so viele Ideen, ich sprühe häufig vor Ideen. Mhm. Und insofern ist es schon herausfordernd für mich, oh, dazu hätte ich Lust. Oh, ich könnte auch wie eine Pferdefarm irgendwo aufmachen oder Mensch, ich werde vielleicht Hundetrainerin. Oder warte mal, lass mich doch noch irgendwie eine Pension irgendwo aufmachen. Oder ein Café wäre auch nicht schlecht. Oder, und die sind alle so konträr, wie ich so denke, warte mal, jetzt sollte ich mich vielleicht mal ein bisschen fokussieren. Liegt vielleicht daran, dass ich nicht so für mich gefühlt nicht ein Talent habe, wo ich sage, so bei dem ist es ganz klar, ja, also das kannst du, das ist so großartig, sondern ich bin mehr so, dass ich so ganz viele habe. Ja. Und deswegen überprüft man die Säulen miteinander, ne? Das sind die Talente auf der einen Säule, die Werte auf der anderen und die Freuden auf der dritten Säule. Und dann schauen wir mal, was verbindet sich denn idealerweise? Wo sind denn die meisten Übereinstimmungen, die gut zusammenpassen? Und daraus kann sich dann ein Weg entwickeln, was dann sehr schön ist. Also es gibt relativ gut Sicherheit, das Ganze. Und ja, ich nenne das Ganze gern Bergvision, von dem du gerade gesprochen hast. Also wenn man mehrere Visionen hat, ne? Diesen Gipfel will ich noch erklimmen und jenen Gipfel will ich auch noch erklimmen. Es gibt aber auch so eine Planetenvision und so eine Diamantvision. Was ist denn das für eine Vision? Ja, das ist lustig. Also es ist nicht von mir, es ist von einem wunderbaren Kollegen, Matthias Zurbonsen hat das mal gesagt. Und das wie heißt der? Matthias Zurbonsen. Mhm. Und das hat mich total geflasht, wie er das, und dachte mir, jetzt verstehe ich endlich. Weil ich hatte da immer so ein Gehadre damit. Also eine Vision ist ganz was Großes. Ne? Also, boah, das hört eigentlich nie auf. Das hört nie auf. Und trotzdem gibt es doch Visionen, die auch mal einen Endpunkt haben. Also die ich dann erreicht habe. Also wie, was weiß ich, ich mache eine Pferdefarm auf und dann arbeite ich dahin wie ein Wilde und dann habe ich die Pferdefarm und jetzt? Hm? Und er hat mir geholfen zu verstehen, das ist gar kein Widerspruch. Sondern das ist alles in uns. Und die Planetvision ist im Prinzip, wieso bin ich eigentlich hier? Das ist der Sinn in meinem Leben. Ich dachte Planetvision deswegen, weil es mehrere Planeten praktisch nebeneinander, also deswegen ein ganzes Prinzip, also nee, das nicht. Nee. Also Planet bedeutet? Planet bedeutet, auf welcher, also was ist der Sinn meines Daseins, wenn du so willst. Okay, und wenn der Sinn meines Daseins ist, etwas zu erschaffen, dann erschaffe ich immer irgendwas Neues und habe vielleicht keine Lust, es zu erhalten. Deswegen stelle ich Leute ein, die machen weiter und ich denke an das nächste eventuell. Zum Beispiel. Mhm. Ganz genau. Ganz genau. Und dann gibt es noch eine Diamantvision, und die mag ich auch besonders gern, weil die sagt nichts anderes, wie bin ich denn, wenn ich aus allen Poren leuchte? Weil dann habe ich ja wahnsinnig viel von dem am Leben, was mich ausmacht. Und das gefällt mir gut. Ne? Wie bin ich, wenn ich aus allen Poren leuchte? Das ist eine super Vorstellung. die nehme ich, die finde ich großartig. Und das zusammengebracht gibt dann oftmals, na vielleicht, ein Motto für mein Leben. Also mein Motto für mein Leben ist ja, ich mache meine Welt zu einem lächelnden Ort. Oder wir können alle unsere Welt zu einem lächelnden Ort machen. Und wie ich das jetzt mache, ist eben, indem ich Menschen und Unternehmen dabei helfe, nachzudenken, wie sie in Zukunft leben und arbeiten wollen. Ja. Das beseelt mich dabei. Und das kann ich natürlich in noch vielen anderen Dingen ausdrücken, indem ich eben Menschen anlächle, ganz unvermittelt, und die das ein bisschen komisch finden vielleicht manchmal. Ja, wir Norddeutschen sind da so ein bisschen distanzierter manchmal. Ich habe es aber auch, selbst in Hamburg, als ich da gelebt habe, da bin ich auch geboren. Ich bin durch die Straßen gegangen, bin, habe ich gesagt, oh, wunderschönes Kleid oder so. Und dann bin ich weiter und ach,
Danke. Die Hamburger, die Kieler ebenso und auch die Leute, die auf Sylt leben, sind da, glaube ich, ein bisschen überrascht. Die machen das nicht mal ebenso, dass sie jemandem Fremden ein Kompliment machen. Ja. Aber ist ja egal. Das heißt ja nicht, dass wir es nicht tun dürfen. Eben. Ich habe das übrigens in den USA gelernt. Als ich mit 20 in den USA war, also Pair, da bin ich ständig auf der Straße von Menschen angesprochen worden. Oh, I love your dress. Oh, what nice hair do you have? Und ich denke, was ist denn mit denen hier passiert? Also ich habe das übernommen. Mir hat es dann irgendwann so einen Spaß gemacht, dass ich das übernommen habe. Ja, und ich fand das total spannend, als ich auch auf einer Konferenz, so einer Speaker-Konferenz in Indianapolis war. Da war dann so ein Speaker neben mir und der guckte zu einer Frau und sagte so, also dieser Braunton, den sie hat, also von dem Kleid, ne, das steht ihr nicht wirklich. Und dann kam sie an und er strahlte sie an und sagte, boah, hast du eine hübsche Frisur. Oder die Frisur da, glaube ich, gelobt. Dann habe ich so gedacht, das ist schon geil. Er hat eben das angesprochen, was er, und das hast du auch gemerkt, dass er ehrlich bewundert hat. Natürlich kann da auch Oberflächlichkeit bei sein. Und manche sagen auch, ist er nicht so oberflächlich? Ich denke so, so what? Das ist aber auch schön. Es ist wenn schön, es gut tut. Wenn ich jemandem ein Kompliment mache und die Person freut sich. Also insofern, damit tue ich doch niemandem weh. Und sei es, dass es vielleicht als von manchen als oberflächlich wahrgenommen wird. Aber ich muss ja nicht mich mit jedem Tiefschürfen unterhalten, bevor ich jetzt irgendwie mal ein Kompliment machen darf. Ja. Nee, das fand ich auch in den USA total klasse, als ich dort war, ja. Ja, ja, und wie gesagt, ich habe das einfach übernommen, weil mir das so eine Freude gemacht hat. Und ich mache das wahnsinnig gern, dass ich jemanden einfach anspreche und sage, hey, mir ist aufgefallen. Und wie machst du so ein Zukunftshaus dann für ein ganzes Unternehmen? Ich stelle mir jetzt gerade so vor, okay, also dann baust du praktisch mit dem Unternehmer erstmal, weil der Fisch stinkt ja vom Kopf wahrscheinlich, das ganze Zukunftshaus. Und gleichzeitig aber doch auch mit jedem einzelnen Mitarbeiter, oder wie machst du das? Ja, ganz häufig mit dem Unternehmer oder dem Unternehmerteam in erster Linie, dass wir mal hinschauen, was verbindet euch eigentlich, wo wollt ihr in Zukunft hin? Weil das ist wirklich das Wichtigste. Wenn der Kapitän die Richtung nicht kennt, ist ein bisschen schwierig. Ne? Und dann oft im zweiten Schritt mit dem ganzen Team. Also mit dem Führungsteam, je nach Größe des Unternehmens. Wenn es ein kleines Unternehmen ist, habe ich auch alle Mitarbeiter da drin sitzen. Also bis zu 16, 20 Leute saßen da schon in meinem Workshop. Und die gucken dann in kleinen Gruppen, was sind eigentlich die Talente, die ich da reinwerfe in den Ring? Was ist mir wichtig bei der Arbeit? Auf was lege ich denn Wert? Wo wäre ich voll grantig, wenn ich das nicht kriege, zum Beispiel? Und da tauschen die sich aus und dann bewerten wir das alle in der Gruppe miteinander. Und dann haben sie schon mal ihre Säulen. Hm? Und dann machen wir so eine Art Museumsgang und dann geht jeder entlang und dann sagt, was bedeutet denn das jetzt genau für euch? Und jede Gruppe schaut nochmal, was bedeutet denn das genau für uns? Wie sehr leben wir das überhaupt schon? Und das ist ein richtiger schöner Prozess, den ich begleite. Also tun die alle selber. Wie lange begleitest du so ein Unternehmen? Wenn die beschließen, sich auf den Visionsprozess einzulassen, dann kommt es ein bisschen auf die Unternehmensgröße an, wie sehr es im Alltag seinen Platz kriegt. Und wie engagiert das Unternehmen hinter der ganzen Geschichte steht, also wie die Kultur momentan ist und wo sie hin soll. Also zwischen einem halben Jahr und zwei Jahre. Hm. Ja. Ja, ich glaube, das braucht's auch, ne? Bis es wirklich gelebt wird. Das geht ja nicht von jetzt auf gleich, gerade so Gewohnheiten ändern. Nee. Und dann von so vielen Menschen. Nee, das ist also zwei vor, eins zurück. Ne? Weil ich dann doch feststelle, da übertritt einer die Werte. Jetzt haben wir zwar miteinander da festgelegt, aber irgendwie hält sich der überhaupt nicht da dran. Aber es wird immer enger, weißt, für die Menschen, die dann nicht zum Team passen, die dieses Spiel nicht spielen wollen, die in dieser Mannschaft nicht gut aufgehoben sind. Die stellen dann fest, eigentlich passe ich da gar nicht her. Und wenn es vorher halt so gegangen ist, dann konnte ich mal da meckern und mal dort mich auslassen. Und die anderen sagen, du, wir hatten jetzt Respekt eigentlich in unserem Zukunftshaus stehen als einen unserer wichtigsten Werte. Und ich finde, das ist gerade gar nicht respektvoll. Und dann wird es plötzlich so, jetzt wird es aber eng für mich hier. Ne? Und ganz häufig verlassen diese Menschen dann das Unternehmen und sagen, nee, das ist nicht mehr mein Spielplatz. Mhm. Mhm. Das ist dann eben ein schlaues Aussortieren. Das ist natürlich schade, wenn da jemand geht, aber wenn das ganze Team und das ganze Unternehmen gestört wird, ist es eben auch besser, wenn die woanders etwas finden, wo sie viel besser klarkommen dann, ne? Ja, ein Unternehmer sagte mal zu mir, wissen Sie was, die kommen jetzt einfach nicht mehr aus.
keiner kommt mehr aus, weil wir haben uns unsere Leitplanken gegeben und nach dem leben wir jetzt. Und wenn da einer drüber haut, dann merkt er schon von selbst, dass es eng wird für ihn. Was meinst du mit keiner haut aus? Kommt nicht mehr aus. Also das, was ich vorher schon gesagt habe, wenn du dich halt mal da beschweren konntest, du mal da beschweren konntest, weil man ja vielleicht ganz gerne mal in der Küche über den Tratsch. Das so lästern heißt in Erdinger Deutsch, der haut keinen mehr aus? Nein, nicht haut. Sprachverständnis. Der kommt nimmer aus. Ah, okay, der kommt nimmer aus. Ja, weil es Leitplanken gibt, nach denen sich das ganze Unternehmen jetzt richten will. Mhm. Und ein oder andere ist dann immer ein Botschafter, der dann sagt, hey, was machst denn du jetzt da gerade? Mhm. Wir haben das miteinander doch entwickelt und das verstehe ich jetzt nicht. Mhm. Also die einzelnen Personen in dem Unternehmen werden dann auch mutiger zu den Werten zu stehen, wenn einer sagt, das nicht leben will oder das wieder niedermachen möchte und sagt, das ist doch eh alles ein bisschen Humbug. Ja, Humbug, Blödsinn. Ja. Also, genau. Aber dann kommt eben die Gruppendynamik, was natürlich großartig ist. Ja, ja. Jetzt hast du ja auch Werte bei dir, so ganz groß. Ja. Also es gibt, wie viele Werte gibt es eigentlich? Gibt es sich Tausende, oder? Also du kannst ja ganz klein machen. Ich habe mal so ein Kartenset bekommen, das waren, glaube ich, dann 26. Da standen 26 Werte drauf, wo du so langsam aussortierst, welches mir wichtiger und so weiter. Aber ich habe dann mal irgendwann so gegoogelt und habe ganz viel mehr gefunden. Ja, also es gibt Werte. Tausende nicht, aber eben. Ja, es gibt Wertelisten und bei manchen muss ich auch den Kopf schütteln, weil ich denke, das ist jetzt überhaupt kein Wert. Okay. Also kann man so grob roundabout 50 vielleicht sagen, 40, 30? Wahrscheinlich 100. Aber weißt, diese Listen, ich finde, das ist eine überholte Geschichte, wenn du mit Wertelisten arbeitest. Das ist nicht schlau, weil wir Menschen sind ja auch verführbar. Ne? Und dann schaue ich mir auch diese Liste an und sage, ja, Achtsamkeit ist ein ganz wichtiger Wert von mir. Das finde ich total wichtig. Und Dankbarkeit finde ich auch wichtig. Aber was lebe ich? Was lebe ich wirklich? Lebe ich Dankbarkeit oder Achtsamkeit? Das möchte ich vielleicht haben, aber lebe ich es? Deswegen erfrage ich die Werte. Ja. Und erst dann, sag ich, jetzt kannst du mal in die Liste schauen, gibt es vielleicht noch was wir vergessen haben. Mhm. Eher so, als jetzt über eine Werteliste zu gucken. Also ich, wenn man mit so einer Arbeit arbeitet, dann ist es auch so, dass man sich immer wieder damit beschäftigt. Also ich lese solche Bücher ganz viel und mache auch mal so Online-Kurse von Kollegen. Immer mit dem Gedanken, vielleicht kann ich noch irgendwas Tolles lernen, irgendeinen Aspekt, der mir wertvoll ist. Und ganz viele arbeiten mit Wertelisten. Und jedes Mal denke ich selber, überhaupt keine Lust auf diese blöde Liste. So, ich schaue diese Liste an und ja, da wäre ich schon verführt und denke mir, oh ja, auch toll und das ist auch toll und unbedingt das und was nicht. Ja. Ich habe das mal mit diesem Kartenset eben gemacht. Das hat Bernd Slaghuis aus Köln mit mir gemacht. Mhm. Und er hat es eben immer so gemacht, dass er mir zwei hingelegt hat und ich sollte mich für eine entscheiden. Ja. Und dann bin ich wirklich ins Grübeln gekommen. Denn zum Schluss, glaube ich, durften nur drei übrig bleiben. Ja, ich kenne das von Sabine Askotum, die macht das. Was sind gerade deine drei Hauptmotive? Genau, aber eben immer so aussortieren. Also ich hatte zwei und dann war es immer relativ am Anfang ja noch einfach, ach komm, den einen nehme ich weg, ach den einen. Aber dann wurde es immer schwieriger, weil ich dann ja immer wieder das neu vorgelegt bekommen habe, bis eben nur noch, ich glaube, zwei übrig waren und dann durfte ich mir noch einen, so einen Joker nochmal wieder rausziehen aus den restlichen, die wir zur Seite gelegt haben. Und bei mir zum Beispiel ist Freiheit ein ganz, ganz großer Wert. Und das ist mir auch in dieser Pandemiezeit aufgefallen, dass ich dann, ich würde jetzt gerade sagen natürlich, aber vielleicht ist es auch nicht natürlich, mehr hadere mit Stay at home, bleib doch einfach mal zu Hause. Wo dann die Pippi Langstrumpf in mir sagt, ich will raus, geht mir meine Freiheit wieder. Und dann andere, die eher den Wert vielleicht Sicherheit leben. Und ich finde, gerade in so einer Krise zeigt sich ja auch, welche Werte ich lebe von dieser ganzen Liste, ne, die ja so nice to have sind und die so schön wären, wenn wir sie dann hätten. Und ich habe schon gemerkt, manche haben eben Sicherheit.
klar. Hauptsächlich als mhm. Wert. Und die sagen dann, ich möchte, dass alles sicher ist. Isabel, sei doch mal vernünftig. Wo ich so denke, nee. Vernunft war nicht in meinen Werten. Und das klingt jetzt so, als ob ich komplett unvernünftig war. Natürlich nicht. Ich habe mich an die Regeln gehalten. Ich habe das alles gemacht. Und gleichzeitig kann ich nur sagen, ich habe echt, echt gelitten unter diesem. Mhm. Weil für mich als Freiheitsmensch war das wirklich herausfordernd. Mhm. Jetzt überlege ich, okay, jetzt hast du so ein Unternehmen und jeder hat so ganz andere Werte. Wie kriege ich das in ein einziges Zukunftshaus rein? Mhm. Denn der eine will die Sicherheit haben, komm, lieber das sichere Produkt verkaufen, denn das läuft ja irgendwie. Ne? Und die anderen sagen, nein, ich will was ganz Großartiges, Neues. Wie schaffst du das, die unter einen Hut zu kriegen? Jetzt ist es ja so, dass es immer schon eine Kultur in einem Unternehmen gibt, bevor ich da starte. Und die ist sehr häufig geprägt vom Unternehmer. Ich arbeite in der Hauptsache mit inhabergeführten Unternehmen, deswegen kann ich das so sagen. Also ich arbeite nicht mit Konzernen. Die sind mir zu weit weg von dem. Mit so manchen Abteilungen, ja, das geht dann wieder ganz gut, aber mit Konzernen arbeite ich nicht. Und da gibt's eine Kultur. Und meistens sind da schon Menschen, die ein Stück weit ein ähnliches Werteverständnis haben. Also so wahnsinnig auseinander sind die selten. Wenn sie das doch sind, dann ist das schon eine sehr interessante Sache. Da muss man ganz gut aufpassen, wen habe ich mir da eigentlich alles ins Boot geholt. Ne? Weil dann kriegst du nichts nach vorne. Wenn du immer wieder widerstreitende Werte hast, die du nicht übereinander bringst, wie willst du denn da Unternehmen nach vorne bringen? Das ist ja ganz schwierig. Also braucht's da schon ein Stück weit ein gemeinsames Verständnis und das stelle ich auch immer wieder fest. Natürlich gibt's mal den einen oder anderen, der ein bisschen mehr Sehnsucht dahin hat und ein bisschen mehr Sehnsucht dahin hat. Aber wir punkten das ja dann, das alles, was wir gefunden haben. Und spannend ist, wenn die ihre Werte vortragen, dass oft ganz viel Wiederholungen sind. Also was den Menschen wichtig ist. Also was weiß ich, wenn ein Unternehmen sehr nachhaltig unterwegs ist, dann wirst du das auch finden, dass ganz viele sagen, Nachhaltigkeit ist mir wichtig oder Respekt. Kann auch passieren, dass Respekt so wichtig ist, weil es keins gibt, gell? Weil das so ein Sehnsuchtspunkt ist. Und dann gilt es natürlich daran zu arbeiten, dass das hinhaut, wenn man es miteinander so entschieden hat. Mhm. Ah, das ist schon herausfordernd. Ne? Ich finde das schon für eine Person herausfordernd, wenn du mit der arbeitest, jetzt wirklich herauszufinden, welche Werte sind mir wirklich am wichtigsten und welche lebe ich dann jetzt auch wirklich? Also und dann bei einem Unternehmen stelle ich mir wirklich herausfordernd vor. Ja, nur es ist nichts geschenkt, gell? Das ist schon ein Prozess, den, wo die auch raufen um die beste Lösung. Das unterstütze ich auch. Ich sage, für die beste Lösung raufen finde ich völlig in Ordnung. Nicht Positionskriege, ich bin wichtiger wie du oder sowas. Sondern für das, was das Unternehmen braucht, was bringt denn dem Unternehmen in der Zukunft in der Hauptsache was? Wo wollt ihr denn miteinander hin? Und was unterstützt euch dabei? Das sind die Dinge, über die wir miteinander nachdenken. Mhm. Finde ich einen total spannenden Prozess. Ich finde es halt großartig, wenn so Unternehmen sich darauf einlassen. Ja. Ich wünschte, es wären noch sehr viel mehr, Isabel. Ja. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen hätten so verdient, also da bin ich 100% überzeugt, hätten so verdient, also zukunftsfit zu sein und mit einer geschlossenen Mannschaft nach vorne zu gehen. Aber ganz viele trauen sich nicht oder sind vom Alltag so aufgefressen, dass sie sich dafür keine Zeit nehmen. Das finde ich sehr schade. Mhm. Du hast bei dir ja auch so draufstehen auf deiner Homepage, so Zukunftsentwicklerin. Entwicklerin. Mhm. Du bist aber jetzt nicht so eine Zukunftsexpertin, dass du in die Zukunft schaust und sagst, so und so wird sich die Wirtschaft entwickeln, oder machst du das auch mit? Nein. Also ich mache keine Trendforschung. Das ist ja oftmals das, was vielleicht darunter verstanden werden könnte. Sondern ich entwickle mit Unternehmen und Menschen ihre Zukunft. Wie will ich in Zukunft leben und arbeiten? Damit mir Glück aus jeder Pore rausscheint. Wie war das? War das Glück? Nee, es war nicht Glück. Ne? Nein. Wie bin ich, wenn ich aus jeder Pore leuchte? Ja. Aus allen Poren leuchte. Ja, ja. Großartig. Also das ist auch für ein Unternehmen, ne? Das frage ich die Unternehmen auch. Wie seid denn ihr, wenn ihr aus jeder Pore leuchtet? Was muss denn dann sein, dass ihr da reingeht in der Früh und richtig Spaß habt und auf Nacht nicht ausgelaugt seid, sondern mit Energie da wieder rausrumpelt? Wie seid denn ihr dann? Und dann sprühen die.
Das fällt denen schon ein, das wissen die. Das wissen die. Und so kriegst du praktisch auch die Werte raus. Unter anderem. Mhm. Ja. Und die Talente? Ich meine, es gibt auch so viele Menschen, die sagen, oh nee, ich habe kein Talent. Nee, mhm. Also ich eigentlich, nee, ich bin mehr so, ich, also wenn mir jemand sagt, ich soll das machen, dann mache ich das. Das kriege ich auch, glaube ich, ganz okay irgendwie hin, aber nee, Talent. Mhm. Du merkst schon, ja. Mhm. Also, ich weiß nicht, ich finde, habe das Gefühl, dass ganz vielen Leuten sich Selbstvertrauen fehlt, dass sie wirklich sagen so, ja, aber da bin ich mal richtig geil drin. Das kann ich aber mal richtig, richtig gut. Ja, das ist ja so eine typische Bewerbungsfrage, ne? Was sind denn Ihre Talente? Da fragen Sie mal besser die anderen. Pünktlich. Zuverlässig. Ja, die anderen Fragen ist tatsächlich eine gute Idee, weil die sehen mehr als ich selber. Trotzdem, es gibt einen ganz guten Weg, und das sind wieder die richtigen Fragen zu stellen. Was fällt dir leicht? Muss ich ja nicht drüber nachdenken. Hm? Was fällt dir leicht? Was mache ich einfach? Das gehört meistens zu unseren Talenten. Ja. Und das wischen wir ja gerne mal so weg und sagen, naja, das fällt mir ja leicht, das ist ja nichts Besonderes. Ja, genau. Ja, aber da genau bist, deswegen ja. Bist du gut da drin. Genau, dann bist du deinem Genie ganz nah. Ja, oder wo fragen dich denn da und die anderen? Kannst du mich mal unterstützen bei der Organisation meines Festes? Ich kann das nicht. Hm? Oder was auch immer. Sag mal, wie machst du das immer, dass du so schnell was improvisierst? Hey, was hast du da für eine Idee gehabt über? Oder auch, wenn ich irgendwo hinkomme, habe ich dann irgendeinen Impuls in mir? Was weiß ich, ich würde sofort diese Möbel verrücken oder diese Farben gehen ja gar nicht. Oder was auch immer. Jeder hat sowas. Und das sind die verborgenen Talente. Was darf bei mir auf dem Schreibtisch landen? Hm? Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, da sitzt jetzt vielleicht wirklich, und es gibt ja leider, ist ja die Zahl der Depressiven massiv gestiegen in dieser, in dieser Pandemiephase. Nur hast du gesagt, in Erding ist es relativ gut so weit gelaufen, die meisten sind da relativ heil rausgekommen und trotzdem, na, sagen die Psychiater, oh mein Gott, alles voll, die Kliniken sind voll. Also insofern, da gibt es also bestimmt auch einige Menschen da draußen, die gerade sehr, sehr verzweifelt sind. Ich könnte also in so einer Situation, wenn ich mich entscheide, jetzt ist genug, mir ein Buch schnappen und erstmal anfangen zu spinnen. Ja. Ja, also ich könnte zum Beispiel erstmal gucken, was fällt mir leicht. Und erstmal, und nicht sofort, wenn ich es aufschreibe, denken, ja, aber daraus kann ich ja keinen Job machen, sondern erstmal aufschreiben. Oder wärst du auch? Erstmal so. Brainstorming. Ja, ja. Da geht es überhaupt so nicht drum, dass es vollständig ist. Da geht es überhaupt so nicht drum, dass das alles richtig ist. Das können auch ganze Sätze sein. Erstmal geht es ums Sammeln, um Wahrnehmen. Ich empfehle oftmals, nehmt euch ein kleines Büchlein und geht spazieren mit diesen ganzen Fragen und Gedanken. Und dann ergänzt mal, was ist mir wichtig? Hat das mal aufgefallen, da habe ich mich geärgert. Warum habe ich mich eigentlich geärgert? Ach so, weil der unpünktlich war. Mhm. Okay, also ist Pünktlichkeit mir wichtig. Ja, sowas. Also ich Zuverlässigkeit, könnte sowas. Ne? Genau, ich könnte in diesem Büchlein so ein paar... So die ersten 10 Seiten lasse ich dann eben für meine Talente eventuell und dann fange ich an und mache eine große Überschrift Werte und kann immer mal da und da und da was reinschreiben. Und dieser dritte Punkt, was war noch die dritte Säule? Freude. Die Freude, also... Was gibt mir Energie? Was gibt mir Energie, was gibt mir Freude? Genau, was gibt mir Energie? Wo grinse ich, wenn ich es machen darf? Wenn mich jemand fragt, hey, kannst du das mal für mich übernehmen? Und ich denke, ja! Und das dürfen... Das, manchmal ist es dasselbe wie ein Talent. Und wenn das übereinstimmt, ja... Go for it. Was kann es ein Besseres geben? Das ist der großartig. Hm? Hm. Ja. Ja, aber da nochmal so in sich reinhorchen. Was macht mir wirklich Freude? Ja, und für mich ist da noch was dabei. Hin und wieder vergessen wir, dass wir einen Ausgleich brauchen. Hm? Neben der ganzen Arbeit, ich will es Karriere machen oder was weiß ich, das Unternehmen nach vorne bringen. Ja, aber es braucht auch Pausen. Wo kann ich mal feiern? Für was will ich mich vielleicht auch feiern? Was gibt mir Energie? Muss ich in den Wald gehen dafür, damit ich wieder einen Kopf frei kriege? Oder muss ich mich auspowern, Sport machen, etc.? Auch das gehört zur Freude dazu, dass ich das erkenne. Oder in einem Unternehmen gibt es eine Sehnsucht, dass man hin und wieder auf eine Happy Hour zusammenkommt oder, was weiß ich, mal miteinander in den Kletterwald geht? Oder wollen wir das alle eigentlich nicht und haben mehr Spaß dran, wenn wir einen 50er mehr kriegen, weil wir Überstunden machen? Keine Ahnung, das ist Kultursache. Okay, das finde ich super. Also das gehört auch noch mit in diese Säule rein. Ja, genau, ist die dritte Säule. Ja. Nun, das Fundament ist die innere Haltung. Ja. So, ich sitze also immer noch
Und ich will mich überhaupt nicht darüber lustig machen. Ich kenne depressive Phasen, also insofern, ich mache mich null darüber lustig. Also so kommt es hoffentlich auch nicht rüber. Wenn ich also in der Ecke sitzen würde und gerade sage, es ist alles schwarz. Sorry, ich versuche das Licht zu sehen, ich sehe es aber nicht am Ende des Tunnels. Für mich ist gerade alles schwarz. Wie schaffe ich diese innere Haltung? Denn das ist ja das Fundament. Im Prinzip müsste ich damit doch anfangen, bevor ich mich um die Säulen kümmere. Oder ist das nur so ein Sinnbild und ich kann auch erst mal mit den anderen oder erst mit der Vision? Das Dach ist ja praktisch die Vision, richtig? Ja. Gibt es eine Reihenfolge oder kann ich erst mal irgendwo anfangen, um mich irgendwie aus diesem Loch rauszuholen, wieder so ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen? Also ich habe eine Reihenfolge entdeckt, die am besten funktioniert. Und das ist die, wenn ich als erstes mal die Säulen mache. Warum? Weil das ist am offensichtlichsten. Das kriege ich am einfachsten erstmal hin. Und dann gewinne ich auch schon Sicherheit. Ne? Das ist schon mal zum Sicherheit gewinnen, weil das ist das, was ich ja auch, was man erkennt beim anderen, ne? Was der ausstrahlt. Und wenn ich das weiß, dann kann ich vielleicht ganz ehrlich mal hinschauen und sagen, ein meiner Glaubenssatz ist eigentlich immer, ich kann das nicht. Aber wenn ich jetzt hinschaue, was ich da alles schon habe in meinem Schatzkästchen, dann ist das ja ein Schmarrn. Dann fällt das leichter, wie wenn ich jetzt sofort mit den Glaubenssätzen anfange, also mit meiner Überzeugung, mit meiner Haltung, alles ist blöd und ich komme da sowieso nie raus. Ja, da gibt es ja auch keinen Lichtblick, ne, wenn ich erstmal so anfange. Deswegen machen wir erstmal die Säulen. Okay, und dann sammle ich praktisch meine Stärken und sehe schon, Ja. Guck mal so, und das macht mir Freude. Und da bittet mich jemand, mal mit dem Hund spazieren zu gehen, weil ich so gut mit den Hunden kann, oder. Ganz genau. Und je mehr dort eben steht, desto eher schaffe ich vielleicht auch diese innere Haltung und kann mir die Glaubenssätze dann anschauen. Also innere Haltung hat viel mit Glaubenssätzen dann absolut, bei dir zu tun. Ja, hat mit Glaubenssätzen zu tun, hat aber auch damit zu tun, wie blicke ich eigentlich auf die Welt. Ne? Wenn ich jetzt ein Unternehmen nehme, dann frage ich schon immer, wie ist das am Sonntagabend? Mit welchem Gefühl geht es denn ihr Montag in euer Unternehmen? Was denkt denn ihr über eure Kollegen, über eure Kunden, über den Chef, über die andere Abteilung? Das Grinsen müssen Sie jetzt sehen. Ja, ich könnte mir vorstellen, nicht jeder wird da sehr positiv denken. Ja, und da, also, wenn man da ganz ehrlich hinschaut, ist es wirklich ein bisschen ein Nabelschau. Und, aber das ist so wunderbar. Also, wenn die Menschen sich trauen, da ein bisschen zu forschen und ehrlich zu sein, was da an Kraft plötzlich in ein Unternehmen reingezaubert wird, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, Isabel. Weil ich mache das dann so, wenn die Teams sind, so ein bisschen abteilungsweise. So, jetzt geht mal der Vertrieb zusammen und sagt mal ganz ehrlich, was er von der Entwicklung so denkt. Und die Entwicklung geht jetzt mal zusammen und sagt mal ganz ehrlich, was er vom Vertrieb so. Was sind denn das für Gedanken, die vielleicht nicht so förderlich sind und so hilfreich? Und da kommt halt dann schon, dass die hin und wieder sagen, ja, also ganz echt, was den Vertrieblern immer alles einfällt, da verkaufen sie wieder irgendein Zeug und das haben wir noch gar nicht entwickelt. Die sind doch alle geldgeil. So, und der Vertrieb so, wir wollen doch bloß helfen, damit wir die Innovativsten hier sind. Und dann gibt's auch schon mal so einen Schlagabtausch, aber dann ist es auch mal ausgesprochen, nicht bloß immer hinter vorgehaltener Hand, die vom Vertrieb, die von der Entwicklung. Und da plädiere ich dafür, ich sage, seid mal offen, haut es euch mal um die Ohren, vielleicht hilft es was. Und dann zu schauen, was ist hilfreich. Weil keiner ist für das Problem, aber jeder für die Lösung verantwortlich. Also was ist hilfreich? Was wäre denn hilfreicher? Ich hatte ein Unternehmen, Maschinenbauer, und da sagte mir die Chefin, ach, bei uns in der Produktion, die Produktioner, denen ist doch das wurscht. Denen ist doch das egal, ob das jetzt gut rausgeht oder nicht, das Produkt. Dann sage ich, ja, wenn Sie das immer so denken, glauben Sie nicht, dass das vielleicht auch bei denen da unten ankommt, dass Sie das glauben? Ja, so hätte ich das noch nie gesehen. Sagt sie, was wäre denn hilfreicher? Haben wir geforscht mit dem ganzen Team. Und dann sind wir draufgekommen, dass ein Satz vielleicht wirklich ein guter wäre. Auf mich kommt's an. Weil eine von den Mitarbeiterinnen sagte dann, ja, mein Gott, die müssten einfach mal kapieren, dass es auf Sie ankommt. Sagt, den nehmen wir. Auf mich kommt's an.
Und dann sind die Tafeln mit den erarbeiteten Zukunftshaus mal durch das Unternehmen gelaufen, ins Marketing gelandet. Und jede Abteilung hatte quasi die Aufgabe, etwas draus zu machen. Sich irgendwas zu schnappen und zu sagen, wir machen da was draus. Und die haben sich diesen Satz geschnappt und gesagt, wir machen T-Shirts für alle. Wo hinten drauf steht, auf mich kommt's an. Schön. Ja. Ja. Und ungefähr ein halbes Jahr später ruft mich die Chefin an und sagt, Frau Zielkowski, Sie glauben nicht, was passiert ist. Sag ich, nein, wahrscheinlich nicht. Erzählen Sie es mir einfach. Und die ist in der Produktion gewesen und da gibt es so Gänge, wo man entlanglaufen kann, ohne dass man die Produktion stört und einem die anderen sehen ungefähr. Und da war eine Situation zwischen zwei Werkern, wo der eine gesagt hat, ah, das lasse ich jetzt, geh. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und dann kam der andere hinter dem her und sagte, nein, bei dir hinten steht's drauf und bei mir hinten steht es drauf, auf dich kommt's an. Und wir zwei gehen jetzt und richten das Problem. Echt, da kriege ich heute noch Gänsehaut, Isabel. So geil. Kulturverändernd. Es kann kulturverändernd sein, wenn ich mich einlasse auf den Prozess. Es ist ein richtiges Einlassen. Und es ist eine Entscheidung. Absolut. Ja, ein Einlassen, eine Entscheidung. Ja. Du hast auch so eine schöne Übung, wie jemand aus einem Gedankenkarussell rauskommen kann. Mhm. Magst du das mal erklären? Also wenn ich jetzt in diesen negativen Glaubenssätzen noch drin bin, wie könnte ich da rauskommen? Also ich benutze da The Work von Byron Katie. Und das Erste ist, wenn ich also wirklich sage, ich kann das nicht. Nehmen wir wirklich mal dieses Beispiel, ich kann das nicht. Oder die anderen wollen mir nie was Gutes. Die behindern mich alle nur. Und sage, ist das wahr? Ja, freilich ist das wahr, ganz echt. Ja, die behindern mich nur, ganz echt. Kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Naja, hundertprozentig kann ich das jetzt nicht wissen. Ja, was tust denn du und glaubst denn du, wenn du das mit diesen Gedanken als wahrnimmst? Wie gehst du mit dir um? Wie gehst du mit anderen um? Ja, ich bin skeptisch und ich traue keinem und ja, am liebsten erzähle ich niemandem was davon. Und jetzt kommt die wichtigste Frage, was wärst du eigentlich ohne diesen Gedanken? Wie, was wäre ich ohne diesen Gedanken? Ja, da oben in deinem Hirn wäre kein Platz, das zu denken. Also da ist irgendwie zu. So ein Gedanke kommt da oben nicht an. Was wär's denn dann, wenn du das nicht denken könntest? Ja, dann könnte ich den anderen vertrauen. Ich könnte einfach mal eine Frage stellen. Ich könnte mir einfach mal Hilfe suchen. Aha. Ja, und jetzt dreh doch mal um. Dreh den Gedanken mal um. Zu dir, zum anderen. Also, was war unser Ausgangssatz? Ich traue den anderen nicht, ne? Genau, ich traue dem anderen nicht. Ich traue mir nicht. Oh, scheiße, stimmt. Mir traue ich auch nicht. Ja. Oder die anderen, ich traue den anderen nicht. Ruch, das stimmt auch. Oh Mann. Und dann, da kommt man ganz schnell dahinter. Und für mich, die Kurzform wäre, sich zwei Fragen zu merken, wenn ich in so einer Falle hocke. Und der erste ist, kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Und wahrscheinlich muss ich zu 99,9% sagen, nein, kann ich nicht wissen. Ja. Und die zweite wichtige Frage in Kurzform wäre, was wäre ich eigentlich ohne diesen Gedanken? Das ist total schön. Ja, das ist schön. Das ist eine tolle Arbeit. Ja, das glaube ich. Im Prinzip hast du diese Frage schon beantwortet, aber ich möchte sie trotzdem gern stellen, die ich mir vorher überlegt habe. Auch bei dir ist es ja so, dass du sagst, dieses Zukunftshaus, das geht ja auch in Richtung, dass ich die Leute eben zum Erfolg führe, das steckt ja so dahinter. Und für ganz viele Menschen ist Erfolg ja gleichbedeutend mit Geld. Mhm. Was ist Erfolg für dich? Am Abend glücklich und erfüllt zu sein vom Tag. Das ist Erfolg für mich. Und das arbeitest du praktisch auch mit deinen Klienten dann und mit deinen Kunden dann eben, dass du sagst, es wäre schön, wenn sie am Abend erfüllt und glücklich sind. Oder meinst du, jeder hat wieder was anderes? Wahrscheinlich, ne? Naja, also ich sage mal, ich habe dieses Motto, mach deine Welt zu einem lächelnden Ort. Und wenn du mit mir da in Resonanz gehst, dass du das willst, deine Welt zu einem lächelnden Ort machen, dann leg deine Kriterien an, wann das soweit ist. Wann machst du, für den einen ist es dann vielleicht ein Haufen Geld zu haben. Und du sagst, yes, wenn ich am Abend meine Moneten zähle, dann habe ich meine Welt zu einem lächelnden Ort gemacht. Und der andere sagt vielleicht, wenn ich mit meinem Partner einfach fein bin und wir haben Spaß miteinander und
dann habe ich meine Welt zu einem lächelnden Ort gemacht. Und der dritte sagt, wenn ich die Welt aus dem Angeln heben darf. Wunderschön. So, wir kommen zum Ende unseres Interviews und du bekommst jetzt von mir noch 3 Worte. Okay. Ich bin sehr gespannt, was du daraus machst. Kronleuchter. Oh, der glitzert und funkelt und erhellt eigentlich jeden Raum. Und ich glaube, wir alle haben den in uns oder können zumindest mal auf ihn klettern. Wir könnten auf den Kronleuchter klettern und von oben mal runterschauen, wie sich dann manche Dinge ja, anschauen lassen. Das ist mal eine andere Art, auf die Metaebene zu gehen. Ich kletter auf den Kronleuchter. Herrliche Idee. Meer. Das Meer in uns könnte ja sein. Ich wünsche mir mehr XY, mehr von dem und jenem. Aber wir sitzen auch gerade am Meer und das Meer könnte für uns auch bedeuten, hin und wieder in die Stille zu gehen und den Augenblick achtsam wahrzunehmen. Machst du das? Also ich bin vorhin tatsächlich, wir wollten uns entgegengehen und wir wollten uns ja am Strand in der Mitte treffen, aber ich bin ständig stehen geblieben, weil ich es einfach so schön fand und genossen habe, da zu stehen mit Pablo und dem diesen Wellen beim Rauschen zugehört habe. Ich fand das so toll. Ja, ich gehe fast im Momentan natürlich jeden Tag an diesem Strand spazieren und ich halte immer inne, weil ich gar nicht anders kann. Also walk ich auch, ne? Also wenn man mich walken sieht, stehe mehr als ich gehe, weil ich immer irgendwo fasziniert bin von irgendetwas Schönem, was ich dann länger betrachten mag. Ja, das habe ich auch gemerkt. Also ich habe auch ganz lange so Walking gemacht oder denke eben auch so, ja, Jogging wäre ja auch so klasse. Gut, im Moment bin ich noch ein bisschen zu füllig dafür. Und gleichzeitig, weil ich immer so gedacht habe, naja, spazieren gehen ist ja kein Sport. Aber beim Spazierengehen sehe ich so viel. Ja. Und ich kann stehen bleiben, ohne zu denken, oh nee, geht ja nicht, meine Uhr läuft ja. Mhm. Und insofern verliebe ich mich immer mehr ins Wandern, ins Spazierengehen und dann eben lange wandern. Ja. Da war gerade ein Fussel im Hals. Okay. Und der dritte Begriff ist Pferd. Pferd. Diese Augen. Was soll ich jetzt zum Thema Pferd sagen? Jetzt bin ich gespannt. Ich habe jetzt gerade 3 Bilder in meinem Kopf, was Pferd betrifft. Einmal sehe ich mich gerade als Kind, wo wir ohne Sattel wild durch die Prärie geritten sind. Also ganz Mädchen, ganz verliebt, einfach rauf aufs Ross und irgendwo die Freiheit genießen. Und das zweite Bild ist wirklich am Strand, Reiter am Strand. Und irgendwie assoziiere ich Pferd und Reiten mit Freiheit. Ja. Und Freiheit, also da rennst du bei mir offene Türen ein. Das ist mein Wertesystem. Sehr schön. Also, bevor ich mich jetzt auch gleich bei dir bedanke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen, hätte ich jetzt zum Schluss ganz gern noch so eine kleine berufliche Panne, die dir mal passiert ist. Mhm. Eine kleine berufliche Panne. Oder auch eine große. Oder eine peinliche. Ich war eingeladen beim BDVT-Jubiläumsveranstaltung, einen Vortrag zu halten. So einen interaktiven Vortrag mit so ein bisschen Workshop-Elementen. So, das erste war schon, dass ich viel zu wenig Worksheets hatte. Also die sind schon ausgegangen, bevor wir richtig angefangen hatten. Das war schon mal so ein bisschen blöd. Aber gut, damit konnte ich dann irgendwie schon umgehen. Und irgendeiner der Teilnehmer war dann so lieb und hat dann einfach Kopien gemacht. Fand ich ganz reizend. Und das zweite war, dass meine Präsentation jedes Mal, wenn ich die Maus hingelegt habe, wieder auf Anfang zurückgelaufen ist. Ich habe quasi irgendwie 5-mal angefangen mit dieser Präsentation. Oh, Entschuldigung, ich bin wieder am Anfang, verdammt. Und irgendwann habe ich die Maus ganz einfach liegen lassen und gesagt, so, ich fasse die jetzt nicht mehr an, das muss jetzt irgendwie anders gehen. Dann bin ich halt immer wieder zum Laptop hingerumpelt und habe die nächste Taste gedrückt. Es war ein mühsames Geschäft, aber gleich in der Früh haben wir eine Übung gemacht, so eine verrückte Übung. Ich habe gesagt, immer wenn dir ein Fehler passiert, sagst du, I'm so sexy. So.
Und dann war ich ja in diesem Vortrags-Workshop-Ding. Und beim dritten Mal habe ich dann angefangen, die Hände hochzureißen und zu sagen, I'm so sexy, Leute, es tut mir total leid, aber ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Diese Maus springt immer wieder zum Anfang zurück. Die ersten beiden Mal war es wirklich so übel, ich wusste gar nicht, was ich treiben soll. Ja. Aber das ist natürlich schön, da konntest du es gleich eben live und dadurch ist es natürlich schöner Running Gag auch, ne? Wenn du immer sagst, I'm so sexy. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? I'm so sexy. Ja, dadurch, dass wir diese Übung ganz in der Früh gemacht haben. Ja, aber mit allen. Wie kommst du auf so eine Übung? Ja, ich habe die nicht gemacht. Ach, hat so. Eine andere, die beim BDVT da den Morning Workshop gemacht hat. Genau, okay. An dem ich teilgenommen habe. Und dann dachte ich mir, na gut, es bleibt mir jetzt fast nichts anderes übrig. Blamiere dich täglich und die Angst ist vorbei oder so ähnlich. Herrlich. Liebe Silvia, wie viele Bücher hast du mittlerweile geschrieben? 2 eigene und bei 5 ungefähr mitgeschrieben. Gut, die finden wir sicherlich alle oder alle, die interessiert sind an dir, auf deiner Homepage. Yes. Dann werde ich die auch in den Shownotes verlinken, damit auch jeder mit dir Kontakt aufnehmen kann, der dich gern vielleicht buchen möchte oder kennenlernen möchte oder dir folgen möchte oder eben deine Bücher lesen möchte. Ganz wunderbar, da freue ich mich. Herzlichen vielen, Dank. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Oh, ich danke dir so sehr, dass du extra nach Sylt gekommen bist und wir zwei uns jetzt hier heute treffen durften. Du Tränen kann jeder.